Ich bin Marie-Louise Fritsch. Ich wohne seit 1944 in Sassnitz und komme aus dem ehemaligen Ostpreußen. Also meinen Mann habe ich sehr frühzeitig kennengelernt, da ging ich noch zur Schule, auch in Bergen. Und geheiratet haben wir dann 1965. Seit 1967 bin ich dann aber hier mit im Geschäft. Und das ist jetzt inzwischen die älteste Drogerie auf Rügen. Wir waren zufrieden mit dem, wie es war. Es war in Ordnung, es lief. Wir hatten unseren Spaß dran. Und dann kam eben die Wende. Und das war, ja, wie soll man sagen, das war wie so ein Sprung ins eiskalte Wasser. So, nu jetzt, nu wie, nu raus mit der DDR-Ware, rein mit der neuen Ware, wovon? Wir hatten keine Ahnung von der Marktwirtschaft, von all dem, was wir jetzt als selbstverständlich hinnehmen, war damals eben Neuland, die andere Währung und das Umpreisen der Ware und die Kalkulationen und so, das war schon echt heftig. Ich hatte mich dann entschlossen, den Bestand erstmal zu behalten. Neu aufzubauen, ist klar, aber nicht alles raus. Also mit leeren Regalen hätte ich nichts anfangen können. Ich musste der HO die Ware abkaufen, das war klar, aber ich hatte ein sehr langes Zahlungsziel, sodass das am Ende dann auch von alleine lief und dass wir dann so neu uns orientieren konnten und neu dann eben aufbauen konnten. So, was mich ja auch besonders stolz macht, dass mein jüngster Sohn das weitermacht. Er ist auch Drogist von Beruf, hat in Greifswald die Fachschule besucht. Und naja, und so hat es dann ja am Ende auch geklappt. Und das ist ja nun praktisch die dritte Generation. Und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht.